Jo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Labervideo von mir. Und zwar möchte ich gerne mal heute ein wenig über, ja, den weiteren Verlauf, beziehungsweise so gesehen die Zukunft, auf meinem Kanal erneut mit euch drüber reden. Denn, ja, ich habe mir in letzter Zeit mal ein paar Gedanken gemacht, nicht nur YouTube betreffend, sondern auch, ja, über mich selber. Also so gesehen über mein Privatleben. Da gibt es so ein paar Sachen, die eben doch ein bisschen scheiße gelaufen sind, beziehungsweise eben doch ziemlich anstrengend sind. Was dann natürlich auch Auswirkungen auf YouTube, beziehungsweise mal Kanal, YouTube und Twitch eben hat, warum ich dann auch weniger Videos gemacht habe. Beziehungsweise dann eben irgendwann gesagt habe, okay, das mit YouTube, das wird so erst einmal nichts mehr. Deshalb bin ich ja dann auf Twitch übergegangen, weil ich da dann eben ein bisschen mehr Zeit für hätte. Und das eben weniger zeitintensiv ist. Aber auch da habe ich jetzt so, ja, mir ein paar Gedanken drüber gemacht, wie das nun weitergehen soll. Aber zunächst einmal, was waren denn so jetzt überhaupt die Schlüsseldinger, warum ich mit YouTube aufhören musste, beziehungsweise mit YouTube weniger weitermachen konnte? Das waren zum einen eben die Ausbildung von mir, die momentan ziemlich kraftraubend ist. Also wenn man dann eben nach der Arbeit erstmal nochmal eine halbe Stunde nach Hause fahren muss, wegen einer scheiß Baustelle bei uns, dürfen wir erstmal eine blöde Weltreise machen. Und jetzt im Winter, wo es dann auch noch schneit, da ist man eben nochmal ein bisschen länger unterwegs, ne? Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Dorf wohnt oder so. Ist das Ganze ein bisschen blöd? Vor allem, wenn man dann auf den Bus angewiesen ist und man da am Ende noch sich abhetzen muss, um überhaupt halbwegs pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, dann habe ich eben noch einiges zu lernen. Ich bin jetzt eben im dritten Lehrjahr, also das Ende der Ausbildung rückt immer näher. In einem halben Jahr habe ich Abschlussprüfung. Von daher, ja, das ist momentan ein bisschen hektisch und ziemlich anstrengend. Da kommt dann eben noch meine Faulheit leider dazu, warum ich dann am Ende, ja, doch ein paar Probleme haben könnte, weshalb ich da an mir ein bisschen weiter arbeiten muss, was dann eben auch etwas ist, was ich momentan sowieso überlege bzw. versuche zu schaffen. Dass ich eben ein bisschen was an mir selber persönlich ändere. Also ja, das wird jetzt auch ein bisschen persönlicher vielleicht, das Ganze, was ich hier euch erzähle. Und nicht nur rein auf das ganze YouTube-Gedöns hier, aber egal, das werden wir ja sehen. Also werdet ihr jetzt sehen, beziehungsweise ich auch, weil ich selber kein Skript habe. Ich habe mir nur ein paar Notizen hier gemacht, über was ich nun so in etwa reden möchte, das war's. Bin mal wieder sehr gut vorbereitet, ne? Aber naja, ist halt ein spontanes Video. Egal. Ja, Ausbildung eben, wie gesagt, ziemlich anstrengend. Arbeit momentan. Ich denke mal, das wird sich so Mitte Dezember dann wieder ein bisschen legen können. Wenn dann auch so langsam die Herbstferien anfängt, ich nicht mehr für die Schule noch irgendwas machen muss, also Berufsschule, dann sollte das Ganze auch wieder ein bisschen besser werden. Dann sollte ich auch wieder mehr Zeit haben, um eventuell wieder ein bisschen mehr für YouTube und Twitch zu machen. Stichwort Twitch, da möchte ich jetzt auch mal kurz etwas drüber reden, bevor ich dann wieder mit YouTube weitermache. Ich habe ja jetzt so die letzten zwei Wochen zumindest mit Pokémon Smaragd, der Randomizer Nuzlocke und Nier Automata so versucht, jede Woche einmal zu streamen, also dienstags eben mit Pokémon und freitags mit Nier Automata. Diese Woche ging das jetzt nicht mehr, weil ich eben krank geworden bin. Ich bin immer noch ein kleines bisschen krank, eventuell hört man das auch ein bisschen raus, ich weiß es nicht.
Aber ja, deshalb kam jetzt da eben kein Stream, aber Nier Automata scheint jetzt so oder so nicht wirklich jemanden zu interessieren. Leider. Das ist dann eben ein bisschen schade auch immer, wenn man ja selber Bock auf ein Spiel hat oder eben sonst was und das dann keiner so wirklich wahrnimmt bzw. ja schauen möchte. Das ist ein bisschen schade, deshalb überlege ich, dass ich das vielleicht dann nicht mehr weitermache, sondern das Spiel einfach privat weiterzocke. Und dann eben diesen Slot für ein anderes Spiel nehme, was eventuell mehr Anklang finden würde. Weil, ja, bei Twitch muss ich sagen, Twitch macht Spaß, ja. Aber es macht so gesehen mir selber nur Spaß, wenn man dann auch ein paar Leute im Chat beispielsweise noch dabei hat, die das Ganze ja so ein bisschen mitgestalten. Wenn man dann eben so ein paar Leute, wie jetzt beispielsweise beim letzten Pokémon-Stream, wo ja dann später noch ein paar Leute sogar dazugekommen sind, sogar ein paar neue, und die dann eben die ganze Zeit auch mal im Chat mit aktiv dabei waren, den Stream verfolgt haben, das hat schon Spaß gemacht. Und das sind dann so die Sachen, warum ich gerne Twitch mache und auch weiterhin mache. Deshalb wird Pokémon Smaragd wahrscheinlich auch weiterhin als Stream-Projekt bestehen, auch wenn es auf YouTube dann eben weniger Leute schauen, aber das macht mir persönlich jetzt nichts. Ich hatte meinen Spaß beim Aufnehmen und das war ja die Hauptsache. Und ja, wenn wir schon beim YouTube-Thema sind, also mit Twitch werde ich dann schon weiterhin machen. Ja, aber eventuell werde ich da ja so ein paar trashigere Spiele vielleicht, also in Anführungsstrichen, machen, die ich dann eben weniger auf YouTube machen würde. Also vielleicht ein paar Sachen mit einer größeren Story, was dann natürlich wieder sowas wie Nier Automata wäre, jo, aber vielleicht ein bisschen was anderes, wo ihr dann vielleicht auch mitbestimmen könntet, wenn ihr möchtet, was für Spiele wir da machen. Weil, wie gesagt, Twitch macht wirklich viel Spaß, wenn man Leute da hat, die das Ganze mitgestalten. Wenn man das Ganze so komplett ohne irgendwen im Chat oder überhaupt irgendwen, der das mitverfolgt, muss ich sagen, könnte man auch gerade ein normales Let's Play draus machen, weil läuft aus Leiche hinaus. Deshalb, ja, ist das so meine Überlegung, eben so ein paar Spiele auf Twitch eben weiterhin zu machen, so ein, zwei Spiele. Und andere Spiele hingegen wieder auf YouTube zu machen. Da ist dann allerdings eben so die Sache, ich habe nicht so viel Zeit. Wie gesagt, momentan wegen Arbeit und so habe ich wenig Zeit, um großartig noch YouTube weiterhin zu machen. Und bei einem Let's Play finde ich, wenn man schon Let's Play macht, dann sollte man da auch mehr als ein Video pro Woche machen. So alle zwei Tage mal Minimum ein Part von dem jeweiligen Projekt eben. Und das weiß ich nicht, ob ich das packen würde. Am Wochenende vielleicht, wenn ich dort zum Aufnehmen kommen würde, würde ich dann wahrscheinlich schon so viel aufnehmen können, dass ich mal in der Woche zumindest alle zwei Tage ein Video bringen könnte. Da ist dann allerdings so die Sache, es ändert sich bei mir auch immer noch viel und wenn ich dann eben krank bin oder irgendwas dazwischen kommt und ich dann eben wieder nicht zum Aufnehmen komme, ist das Ganze ein bisschen blöd. Von daher, die Idee lasse ich mal noch offen mit Let's Plays weiterhin zu machen. Eventuell kommt dann noch was, wenn ich mal mehr Zeit habe, dass ich dann eben noch neben Twitch auch noch ein paar Let's Play-Projekte, zumindest ein Projekt machen würde. Ich habe bald beispielsweise eine Switch, da wäre beispielsweise dann Mario Odyssey ein Thema, was ich gerne machen würde, weil das Spiel, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Allerdings ist dann eben so die Sache, das haben schon einige Let's Player eben gemacht.
Sollte ich es dann auf Twitch spielen oder sollte ich es auf YouTube bringen? Ich selber würde sagen, auf YouTube macht mehr Sinn, weil ich da dann auch ein bisschen das Ganze besser nochmal gestalten kann und auf Twitch wäre das zwar auch cool, denke ich mal, da könnte man gewiss auch viel Spaß haben, aber ich weiß nicht, ob dieses Spiel wirklich so viel für, also so gut für Twitch geeignet wäre. Wohingegen ich dann sowas wie Zelda Breath of the Wild beispielsweise mir auf Twitch gut vorstellen könnte. Das wäre dann eben so eine Sache, wenn ich die beiden Spiele haben sollte, also Mario Odyssey werde ich auf jeden Fall vorerst haben. Das würde ich dann beispielsweise auf YouTube bringen und Zelda würde ich dann eventuell in einem Stream machen, wenn daran Interesse bestehen würde. Letzten Endes mache ich natürlich trotzdem noch das, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen auf eure Interessen eingehen. Und ja, allgemein möchte ich gerne mal in der Zukunft ein bisschen was ausprobieren. Also ich habe mir jetzt auch so als Alternative für Let's Plays überlegt, dass ich beispielsweise sowas wie Commentaries mache, wo ich dann mir irgendwelche Themen raussuche, wo ich dann drüber rede und im Hintergrund irgendwelches Gameplay-Material läuft, damit ihr irgendwas noch nebenbei zum Schauen habt und nicht nur irgendein langweiliges Bild dort habt. Soll ja keine Radiomoderation oder sowas werden, wie jetzt dieses Video so gesehen, wo ihr dann mir nur zuhören müsst. Oder könnt, eher gesagt. Und ja, das Gameplay-Material würde ich dann entweder selber aufnehmen oder eventuell könntet ihr mir sogar Gameplay-Material dafür schicken, wo ihr dann eben selber irgendwelche Spiele gezockt habt und das aufgenommen habt und das könntet ihr mir dann beispielsweise als Video schicken und das würde ich dann ins Hintergrund, in den Hintergrund schneiden. Und ja, dann können andere euer Gameplay schön genießen. Je nach Spielen zumindest. Also ja, müsste ich mal schauen, wie ich das Ganze gestalten würde. Aber so meine groben Gedanken zu diesem Thema. Ja, sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich habe soweit alles, glaube ich, angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ihr könnt mir gerne ein paar Vorschläge machen, was oder überhaupt zu dem schreiben, was ich gerade gesagt habe. Oder Gedanken dazu schreiben, was ich gerade gesagt habe, wollte ich meinen. Und ja, so erst einmal für die Zukunft. Ich werde noch ein paar Gedanken selber dazu machen, wie ich das Ganze nun gestalten werde. Aber ihr könnt mir gerne auch eure Vorschläge bzw. Gedanken dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das erst einmal mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann dieses Video kommt, ich denke mal am Montag. Ja, eine schöne Woche und viel Durchhaltevermögen bis zum nächsten Wochenende. Und ja, Ferien sind ja auch nicht mehr lang, von daher viel Spaß noch, einen schönen Tag, eine schöne Woche, whatever. Haut da rein, Leute. Ciao, ciao.